Kacke, das ging aber schnell. Ich wollte noch die Talents gucken. Der spielt sich halt ähnlich wie Kerrigan. Mit dem W ziehst du die ran und mit dem Q machst du deinen Silence rein. Und das E ist einfach nur ein kleiner Blitz, der macht jetzt nicht nennenswerten Schaden und das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also das W und Q ist das Wichtigste. Erst mit dem W ranziehen und dann mit dem Q reinstechen. Und du kannst auch dich selber mit dem W wegstoßen. Also Alarak ist echt schwer, also der fällt mir auch nicht leicht. Von Carol genau gesagt. Also steht jedenfalls dran. Na, mal gucken. Ja, es ist auf jeden Fall sehr ähnlich wie Kerrigan, also. Auf der Pier. Die Altäre wieder in Erscheinung. Wir, Fischer, unsere Wege kreuzen sich. Ich weiß nicht, wo die sind, aber die waren auf jeden Fall zu dritt hier oben. Hin und erobert die Altäre. So befiehlt es der Rat. Vernichtet den Totengräber. Auch wir den Fallen haben Fürst. So will es der Nexus. Lass den Totengräber dafür büßen. Oh, der Gesuhl, der macht weiter Lance. Der kriegt überhaupt nichts mit. Ne? Der lebt auf einem ganz anderen Planeten. Ihr seid hier nicht länger willkommen, Rathaus! Das ist bedauerlich. Eine weise Entscheidung. Weißt du, dass ich mit dem W irgendwie ein bisschen anders zielen muss? Ja. Weil er den meistens immer wegschubst. Ja. Du klickst, also, ja, ich weiß nicht, wie das bei deiner Steuerung ist, keine Ahnung. Ich von mir weg, glaube ich. Du klickst damit, hältst die Maustaste gedrückt und dann kannst du es ziehen, in eine beliebige Richtung. Du kannst sie quasi von dir wegschieben oder zu dir ranziehen, je nachdem, wie du die Maus bewegst. Das habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt, hier. Voll easy eigentlich. Du kannst das auch bei dir selber machen. Du kannst dich selber auch vor und zurück schieben, ne? Muss mal gucken. Probier es mal aus, bei dir selber. Ja, wenn ich auf mich klicke quasi, also auf mich mache, dann flug ich nach vorne. Werden die Altäre erscheinen. Haltet euch bereit. Interessant. Vielleicht mal gucken. Gut gemacht. Ich
zu, dass die Lakaien des Totengräbers die Altäre erobern. Scheiße. Dieses Reich wird mir gehören. Mir allein. Wege kreuzen sich. Gegner getötet. Ihr seid doch nicht so erbärmlich wie ihr scheint. Kurz cool. Scheiße. Krummi, 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 oh Gott! Da lass mal den kriegen die. Ah, der Samuro holt jetzt was. Oder du? Sehr gut, nur du musst immer ein bisschen weiter weg, sodass sie dich Melee nicht schlagen können, aber sonst war gut. Ich hätte keinen Blink mehr. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Was, Misha? Was ist denn das jetzt hier für eine Ulti, du ey? Das einmal dieses Durchchargen und das andere weiß ich ja, das erste nicht. Ja, das erste, aber was ist das? Durchchargen, das kannst du so. Das ist quasi. Das bereitest du vor zu einem Engage. Okay, und dann rase ich da rein. Du musst hier am besten, du rast durch die durch. Ich mach nämlich. Wollen wir nicht mal weiter soaken? Na hier, Kämpfclown. Also ein Tor, ja, okay. Das meine nur, weil der Ding ist oben auf der Lane, der Brenner. Okay, also das W muss ich echt herausfinden, wie das jetzt funktioniert, ey. Ah, es ist irgendwie nur so komisch wegen deiner Steuerung, glaube ich. Erstmal. Ach, hä? Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ich habe einfach nur, ich habe die Maus auf den drauf und da W gedrückt, dann hat er gezogen. Wenn ich den hinter den habe, also weiter vorne, nee, hinter den. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Steuerung ist, sonst könnte ich es erklären. Ganz komisch. Komisch. Er labert einen Kram zusammen, der Typ. Sputet euch, die Altäre erscheinen. Das war aber. Typ, glaube ich. Ja, Alarak. So ein hochnäsiger Schnösel. Der weiß, wer es vorher gewesen ist. Oh mein Gott, so redet er die ganze Zeit. Ja, was Besseres, ne? Da unten. Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Oha, wo war die denn alle? Auf dem Weg. Das wird abgebrochen, sobald du geschlagen wirst. Ja, du musst das halt echt machen. Vor dem Kampf. Gegner getötet. Das ist ja komisch. Also wie so ein Lädchen. Ich hab ihn. Komm in die Doppelkill. Komm ich auch. Haben ist doch kein Brunnen. Ich gebiete über die Macht des Todes. Ah,
Komm, lass deren Camp klauen. Ist besser. Drei sind tot. Dann unseres holen. Was macht der denn Moro schon? Der andere da oben will Probleme machen. Bitte funktioniert, bitte funktioniert. Ja. Bereitet euch vor. Gut, gut. Schön reingeschubst. Ich hab's trotzdem immer noch nicht verstanden, wie ich drücken muss, damit es geht. Ich muss noch ein paar Mal ausprobieren. Über dieses Reich. Ich komm ich. Sieh, dass es mir gelingt. Nimm die Zitadelle unter Beschuss. Vernichtet sie. Wir. Gut getötet. Haltbar. Komm raus. Doppelkill. Ah, der Stun von dem Rexapet ist halt richtig geil, ne? Oh. Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Gebraucht ihn weise. Wie? Ich meine, ich wusste, dass das möglich ist. Ich habe ebenfalls einen Tunnel gegraben. Lasst uns diese Söldnerlager einnehmen. Wappnet euch, Helden. Die Altäre erscheinen bald. Ja, tötet sie in meinem Namen. Komm, ich habe euch den Triumph gebracht. Sonnt euch darin. Unten sollte ja einfach zu kriegen sein für den Xul. Ja, okay, so wie dazu. Mali, machst du rechts, links? Erobert die Altäre und macht diesen Tod. Sehr gut, sehr gut. Du liebe Gott. Puh. Lass die ein bisschen Roulette spielen. Gräbers in ihren Grundfesten erzittern. Hervorragend. Sehr gut, Tepp. Ich habe euch den Triumph gebracht. Sonnt euch darin, solange ihr. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Ich glaube, so langsam habe ich einen Rexer raus. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Zumindest ein bisschen besser. Mittelding einnehmen. Ich
jetzt habe ich es gesehen. Sehr gut. Ich kann mit der Maus auch so ein bisschen wuschen. Ja, ja, genau. Du kannst es mit der Maus komplett kontrollieren, wohin der fliegt normalerweise. Ja! Ich weiß gar nicht, wie es geht jetzt. Ich habe euch den Triumph gebracht. Ja, auch ein solider Pick. Alarak ist sehr gefürchtet momentan. So soll es sein. Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Bald schlägt die Stunde. Grummi. Das war einfach ihr safetes Ding. Der Pfad ist lang. Grummi ist irgendwo rechts. Busch. Das Coole ist, ich kann mein Pet da einfach in den Busch stellen. Drück mal ja und halt das, lad mal auf. Enttäuscht mich nicht. Und dann kannst du da durchrutschen. Siehst du da den Balken? Ja. Gut getötet. Da wo du durchrutscht, macht das viel Schaden. Ne? Ja, aber irgendwie ist hier gerade nichts. Hält des Sturms. Hier links, Raum hin. Ach shit. Das war am Doppelkill. Okay, nicht lachen, aber was ist denn das D? Das D ist eine zweite Ulti. Da ist das so, wenn du. Warte mal kurz. Ich sehe das gerade erst. Zum ersten Prevents. Wenn du Schaden kriegst, du bist halt für kurze Zeit unverwundbar. Und das, was du an Schaden bekommen hättest, schmeißt du zurück. Ziemlich stark, aber es muss mal perfekt timen, sonst ist es meistens nutzlos. Habe ich am Anfang aber noch nicht gesehen, dass die. Ich war blind. Nee, das hast du auch erst ab 20. Okay, dann reicht. Vom Sieg, den ich hier errungen habe. So soll es sein. Ja, komm, lass Boss machen. Die müssen sowieso unten die Camp steffen. Nämlich auch GG. Ah, okay. Ihr habt mir gute Dienste geleistet, Helden. MVP. Super.